auch ständig auf der Suche nach dem perfekten Garn für dein Patchwork- oder Quiltprojekt? Wir haben die Antwort für dich. Die Das mache ich nachts Allrounder Box. In dieser Box haben wir für euch 12 Spulen Aurifil Garn zusammengestellt, in den Farben, von denen wir glauben, es sind alle, die ihr jemals brauchen werdet. Und genau das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ihr braucht keinen Regenbogen. Alles, was ihr braucht, sind diese 12 Farben, um wirklich jedes Projekt zu nähen und vor allem auch zu quilten. In der Box sind 12 Spulen Aurifil Garn. 10 Spulen sind in der Stärke 50 Weight. Das erkennt ihr bei Aurifil ganz einfach an der orangefarbenen Spule. Das ist die normale Garnstärke. Und wir haben hier 2 Spulen besonders fürs Quilten reingetan, nämlich in der Stärke 40 Weight. Das ist etwas dicker als normales Garn, aber das könnt ihr auch noch ganz einfach in jeder Nähmaschine als Ober- und als Unterfaden benutzen. Ich werde mit euch jetzt mal einzeln jede Farbe durchgehen und anhand der Stoffe, die ich hier bereitgelegt habe, mal zeigen, warum diese Farben wirklich einfach für jedes Projekt geeignet sind. Und wie ihr selber zu Hause dann auch von diesen Garnfarben auswählen könnt, welches die richtige Farbe fürs euer Quiltprojekt ist. Starten wir mit den neutralen Tönen. Wir haben hier das helle Weiß, das ist die 2024, das ist wirklich ein ganz strahlendes Weiß. Damit näht ihr einfach alles. Ich würde es euch nicht zum Quilten empfehlen, weil es wirklich ein sehr strahlendes Weiß ist und man den Faden deswegen sehr stark auch vor allem auf etwas dunkleren Stoffen sehen würde. Außer ihr habt natürlich sehr, sehr, sehr viel wirklich strahlendes Weiß in eurem Projekt. Benutzt dieses Garn lieber nur zum Nähen, aber damit kommt ihr ewig lange aus. Auf so einer Aurifil-Spule sind 1300 Meter bei dem 50 Weight, also damit kommt ihr lange aus, um eure Projekte zu nähen. Fürs Quilten haben wir hier extra in verschiedenen abgetönten Farben gebrochene Weißtöne oder Hellgrautöne reingetan. Diese Nummer 2026 ist ein etwas gelblicherer Off-White, gebrochenes Weiß. Und ich möchte euch das jetzt einmal zeigen, hier anhand einiger Stoffproben, wie dieses Garn sich wirklich einfach einpasst. Bei so einem hellen Gelb ganz klar, das sieht auch sehr ähnlich aus, wenn man das da drauf legt, aber ihr seht, ihr müsst nicht genau hellgelb nehmen, um das wirklich auch, um das gut zu quilten. Dieses Garn, weil es eben eine gebrochene Farbe ist, die auch leicht ins Gelbliche geht, passt sich super jedem Farbton an, über den ihr quiltet. Euer Patchwork-Block oder euer ganzer Quilt besteht ja auch nicht nur aus einer Farbe, sondern aus ganz vielen Farben. Und das ist eben wichtig, wenn ihr da eine lange Quiltlinie drüber näht, dass sich der Faden eben bei allen möglichen Farben einpasst. Und das ist bei so einem gelblichen Off-White einfach ganz toll gegeben. Das gilt natürlich auch für Rosatöne. Nehmen wir dafür jetzt mal beispielhaft die 2309. Dieser Ton ist etwas cremefarbener, der ist nicht ganz so, ja, ich sage mal hellgelbstichig. Also es ist nicht wirklich gelb, der andere, dieser hier ist etwas cremiger. Wenn wir das hier mal auf die rosa Töne legen, ich halte euch das auch noch mal näher dran. Der Faden passt sich einfach diesen ganzen hellen Tönen super an, weil es eben kein strahlendes Weiß ist, sondern eine gebrochene Farbe, die sich einfach diesen abgetönten Stoffen anpasst. Meine absolute Lieblingsfarbe zum Quilten ist die Nummer 2615. Ein helles Grau, was so leicht silbrig glänzt. Und jetzt nehmen wir mal zum Beispiel hier eine blaue Palette als Beispiel. Man muss, wenn man jetzt hier dieses schöne Blau hat und man legt die Spule da drauf, sollte man ja meinen, das ist nicht der richtige Faden, um diesen Stoff oder um etwas in Blautönen zu quilten. Rollt euch etwas von dem Faden ab. Legt den Faden da drauf und ihr seht, das passt, das funktioniert. Eine Quiltlinie soll man ja auch ein bisschen sehen, sie soll eben nur nicht hervorstechen. Was ich selber nicht machen würde, ist mit so einem hellen Faden auf etwas Dunklem zu quilten. Das ist natürlich Geschmackssache, aber ihr seht, selbst so ein Grau sieht man da drauf sehr deutlich. Wenn das mal nur ein kleiner Abschnitt ist, quiltet einfach drüber, macht euch da nicht zu viel Sorgen drum. Aber für diese dunklen Töne haben wir eben hier zum Beispiel diese beiden Blaus mit hineingetan in die Box. Das ist einmal die 6736 und die 1248. Dieser hier geht etwas mehr in ein dunkles Grau. Das heißt, das könnt ihr auch für die ganzen vielen neutralen Töne benutzen. Und dieser hier ist ein wunderschönes, ihr seht das im Licht, ein schönes gebrochenes Blau. Wenn man den hier abrollt auf dem Blau, der geht da super unter, auch wenn es auch wieder nicht genau die richtige Farbe ist, wenn man die Spule daneben hält. Aber wenn man den Farben abrollt und da drauf tut, passt es sich einfach super an. Ich zeige euch das auch nochmal an diesem dunkleren Blau, was in der Box ist, oder dunkelgrau. Wenn man jetzt hier so ein Graublau nimmt und diesen Faden da drauf tut, man sieht ihn fast gar nicht. Obwohl man anhand der Spule meinen sollte, das passt gar nicht zu dem Stoff. Jetzt haben wir hier ja auch noch in der Box
einen etwas rosanen Ton, einen gelben, einen hellbraunen oder ockerfarbenen und auch einer meiner Lieblingstöne, dieses Hellgrün. Grün ist eine meiner absoluten Lieblingsfarben und ich weiß, wie schwierig es ist, den richtigen Grünton in seinen Projekten zu treffen, sowohl beim Stoff als auch beim Garn. Und dieses Grün, auch wenn es total unscheinbar und hell ist, es funktioniert einfach mit so vielen Grüntönen. So ein ganz strahlendes, fast schon neonfarbenes Grün. Das Garn passt sich an. Ein schönes Blaugrün. Auch hier passt sich der Faden an, weil es eben nicht ein reines Weiß, ein reines Grau ist, sondern eine leichte grüne Schattierung hat. Und deswegen passt sich der Faden einfach jeder Grünfarbe an. Wenn ihr gerne mit Rosa arbeitet oder mit lilafarbenen Stoffen, möchte ich euch diese Farbe, die 2375, ans Herz legen. Wir nennen sie auch liebevoll Fleischwurst. Sie ist absolut unscheinbar und ich gebe zu, es gibt sehr viel schönere Rosatöne als diesen. Aber dieses Garn passt sich auch hier wieder jedem rosanen Stoff an oder auch pinken Stoff. Nehmen wir hier mal so ein ganz schönes abgetöntes Rosa. Ihr seht, der Faden passt sich da einfach ein, auch wenn wir hier in Richtung Flieder gehen. Man legt die Rolle drauf und sollte meinen, es funktioniert nicht, aber der Faden und der Stoff zusammen funktionieren einfach. Und das Gleiche gilt natürlich ja auch für alle fliederfarbenen Töne. Nehmen wir hier gleich mal diesen zweiten, den mag ich sehr gerne. Der Faden geht quasi unter. Es ist wirklich die Farbe, ihr braucht keine andere, um alles in der Farbpalette lila oder rosa zu quilten. Und natürlich wollen wir nicht vergessen, auch noch diese beiden Gelbtöne, einmal die 2930 und die 2132. Das eine, eines der kräftigsten Farben, die wir in der Box haben, aber auch dieses Gelb ist wieder ein absoluter Allrounder. Er passt sich nämlich einfach wirklich jeder Gelbschattierung, die ihr haben könntet, an, obwohl es so ein kräftiges Garn ist. Und auch hier gilt wieder, rollt es euch von der Spule ab, legt es euch auf den gelben Stoff. Gelb ist eine sehr leuchtende Farbe und deswegen geht so ein leuchtender Faden da auch unter. Selbst wenn ihr jetzt hier in so ein eher ockerfarbenes geht, natürlich ist jetzt diese Farbe da auch drin und die würde natürlich, sieht man sofort, super passen. Aber wenn das nur ein kleiner Teil ist, den euer Quilt ausmacht, nehmt den gelben Faden. Es passt, es sieht toll darauf aus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für diesen ockerfarbenen Ton hier, die 2930. Der geht halt etwas mehr ins Bräunliche und gerade wenn ihr hier in diese orangene, rote, was ist das, peachfarbene Palette geht, ist das auch ein Ton. Ihr müsst nicht diesen Peach-Ton haben. Dieser Ton, auch wenn es auf dem Stoff mit der Spule mal wieder ganz unpassend eigentlich aussieht, aber der Faden passt sich aufgrund der Schattierung, die er hat, auch so dieser Farbpalette super gut an und natürlich auch solchen Rostrottönen, da sieht er ganz wunderbar drauf aus. Das Letzte, was ich euch jetzt natürlich auch noch sagen möchte, ist alles, worüber wir gerade gesprochen haben, was Schattierungen angeht, was die Vielfältigkeit von so einem hellgrauen Faden angeht, gilt natürlich auch für die 40 Weight. Wir haben hier die beiden Farben 6724 und 2600. 2600 ist meine absolute Lieblingsfarbe für alles. Wenn ich nicht weiß, welchen Faden ich nehmen soll, dieser Faden, diese Farbe passt sich einfach allen euren Quilts an. Ihr werdet mit nichts anderem mehr quilten wollen, wenn ihr es einmal ausprobiert habt. Der Unterschied, wie gesagt, bei den Garnen ist, sie sind etwas dicker, der Faden ist etwas stärker. Das heißt, sie eignen sich wirklich super zum Quilten. Benutzt ihn nicht unbedingt zum Nähen, weil das eure Quiltblöcke etwas dicker macht. Aber diese beiden Farben, alles, was ich euch eben über abgetönte Farben und Anpassungen an Stoffe angeht, gilt natürlich auch für sie, nur dass dieser Faden etwas dicker ist.